Hallo Freunde, chinesischer Drucker. Heute gibt es einen Drucker. Das ist, glaube ich, nein, das ist mein zweiter Drucker. Ich hatte diesen Paperang schon mal vorgestellt. Aber das war so ein schwarz-weiß Thermodrucker für unterwegs, sehr klein, auch für Smartphones mit Akku. Und heute habe ich praktisch was Ähnliches, auch sehr klein, auch mit Akku, aber diesmal in Farbe und bunt. Hat Vorteile, hat natürlich auch Nachteile. Kann man nicht einfach eine Thermorolle eindrucken und endlos Papier-Styles irgendwas drucken, sondern man braucht hier, ähnlich wie bei so einer kleinen Polaroid, braucht man hier entsprechendes Fotopapier. Aber ich will nicht zu viel verraten, doch vielleicht noch, dass das Ding ungefähr 50 bis 60 Euro kostet und dass ihr entsprechende Links unten in der Videobeschreibung findet. Aber den Rest, den verrate ich euch erst nach dem Intro. Viel Spaß! Schön. Nochmal zu den wirtschaftlichen Daten zur Technik. Brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Außer, dass es mit iPad, iPhone und Android kompatibel ist und irgendwie überall was mit Zink steht. Das ist, glaube ich, die Drucktechnologie und hier noch Bang und Yeah und Junge kann ich nicht lesen. Ja, ist hier für den chinesischen Markt gedacht und deshalb hier auch alles auf Chinesisch, wenigstens ein bisschen was auf Englisch. Aber ich kann lesen, dass das Ding 181 Gramm wiegt. Yay! Und dass es mit 5 Volt Ampere geladen wird offenbar. Aber naja, ich habe glücklicherweise auch alles so rausgefunden, weil natürlich die Gebrauchsanweisung auf Chinesisch ist und funktioniert im Übrigen mit der Mi Home App. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, auch die App ist hier für diesen Drucker zuständig. Damit könnt ihr auch eure Deckenbeleuchtung von Xiaomi steuern, euren Wasserkocher beispielsweise. Oder, was habe ich noch alles so verbunden? Es gibt auch noch so eine kleine Glühbirne beispielsweise und immer so weiter. Alles, was es halt so an Smart-Technologie von Xiaomi gibt. Wunderbar. Hier der Drucker, kurz gezeigt. Ihr seht, der ist wirklich total klein. Ja, passt fast in eine Hand. Das kommt drauf an, wie groß die Hand ist. Es gibt ja Leute, die haben Hände wie Backbleche. Da passen vielleicht sogar zwei Drucker drauf. Hier Micro-USB-Kabel, letztendlich nur um das Gerät aufzuladen. Und hier Papier. Also diesmal kein technisches Blabla, sondern das Fotopapier, was wir unbedingt benötigen, um eben hier was drucken zu können. Wie gesagt, das ist wie Polaroid. Ich zeige euch gleich noch. Ja, hier die Gebrauchsanweisung. Die hat mir erstmal überhaupt gar nicht geholfen, weil die nämlich auf Chinesisch ist. Das einzig wirklich Brauchbare, das ist hier der QR-Code. Den könnt ihr mit dem QR-Code-Scanner einscannen. Führt euch letztendlich auch nur in den App Store. Führt euch zur Mi Home App. Die habe ich allerdings schon, habe ja zahlreiche Xiaomi-Geräte bereits am Start und ich zeige es euch heute mit meinem Meizu 16S. So, das ist die Mi Home App und ihr seht auch gleich meine ganzen Geräte. Ich habe einen Repeater von Xiaomi, ich habe hier eine Deckenlampe, das ist der Mi Pocket Photo Printer. Ich habe jetzt gar nichts zum Preis jetzt nochmal gesagt, 50 bis 60 Euro. Ich habe 60, glaube ich, bezahlt. Aber der Preis schwankt. Ich habe es bei Banggood gekauft, weil es da billiger war. Inzwischen ist es, glaube ich, bei Gearbest billiger, weil ihr wisst ja, wie das immer so ist. Da ist es bei einem mal ein Flash-Sale, bei anderen gibt es mal einen Gutschein und dann halt auch mal nicht. Ich verlinke euch einfach beides unten in der Videobeschreibung. Der ist wirklich gerade erst rausgekommen auf dem Markt. Ich habe, glaube ich, noch einen Pre-Sale gekauft und 5 Blätter, also 5 Fotos, 5 Fotopapiere sind dabei. Das ist nicht viel. Deshalb verlinke ich euch natürlich auch noch das Papier. Witzigerweise ist das noch nicht lieferbar. Das wird jetzt bei mir jetzt in 2-3 Tagen erst abgeschickt. Deshalb bin ich darauf angewiesen, mit den 5 Blättern hier zu arbeiten, die mitgeliefert wurden. Ich habe jetzt natürlich schon welche verwendet. 3 habe ich noch über. Reicht aber heute nochmal einen kurzen Testdruck zu machen. Und dann kosten 20 Stück kosten Geld und 50 Stück kosten, ich glaube, 22, 23 Euro. Da kommt man also auf ungefähr 50 Cent pro Foto. Ich habe mal mich informiert bei jemandem, der so eine kleine Polaroid Kamera hat und er sagte, also sie sagte im Speziellen, 1 Euro kostet da so ein Foto. Aber die Fotos sind wiederum größer, anderes Format, immer, muss man jetzt für sich selbst entscheiden. Zumal das ja ein Smartphone-Drucker ist. Polaroid ist ein Standalone-Gerät, also eigentlich nicht vergleichbar. Müsst ihr, wie gesagt, müsst ihr dann mal selbst entscheiden und googeln. Und es gibt ja auch noch andere Drucker von anderen Herstellern. Heute geht's nur um den Xiaomi Pocket Printer. Nochmal eins, ich habe es nicht ausprobiert, weil ich ohnehin, ich habe meine Version hier, es ist alles auf Deutsch, aber die Region ist auf China eingestellt. Denn wenn man hier die Region Deutschland einstellt, können nur die Geräte gekoppelt werden, die auch für den deutschen Markt gedacht sind, seitens Xiaomi. Ja, das trifft zum Beispiel für meine Küchenlampe nicht so. Da stand, glaube ich, richtig drauf, nur für den chinesischen Markt. Schön. Da könnt ihr die nicht koppeln, das ist ziemlich blöd. Ich habe bisher noch keinen Nachteil gefunden. Man stellt eine Sprache Deutsch, Region China und dann kann man alles koppeln, wie man halt lustig ist. Und dann funktioniert auch mein Pocket Printer. Und um das auch nochmal ganz kurz, da sagt er Connecting to Device, das wird jetzt nicht funktionieren. Wir haben hier, viel brauche ich jetzt ja nicht zu zeigen, untere Seite hat bloß 4 kleine Minifüße.
Genau. Connection error, please try again, weil das Gerät nicht angeschaltet ist. Hier ist der Micro-USB-Anschluss. Ich habe es mit der Powerbank dann einfach mal geladen. Der kam nämlich völlig entladen daher, der Akku. Und deshalb habe ich den erstmal eine Grundladung verpasst. Hier ist noch eine kleine Lampe für Bluetooth, daneben eine Lampe halt für Stromversorgung. Hier der Power-On-Taster, den muss man gedrückt halten. Ja, bis das illustre Lichterspiel beginnt. Jetzt orange. Orange bedeutet erst im Standby. Ist jetzt fertig zur Konnektierung. Deshalb wiederholen wir jetzt auch mal den Vorgang der Konnektierung. Ist jetzt, genau, ist jetzt blau. Jetzt sagt er, ja, wunderbar. Das war im Übrigen extrem buggy alles gewesen, beziehungsweise ich musste selbst rausfinden, weil ja die Gebrauchsanweisung, ja, ich kann kein Chinesisch, sagen wir mal so. Deshalb, ihr müsst da echt geduldig sein und zur Not immer mal die Mi Home App neu starten, weil der ist ein paar Mal hängen geblieben, beim Verbinden ist er erst hängen geblieben, dann ist er vorher bei diesem Acquiring-Status, da ist er auch mal hängen geblieben, da wartet man ewig und vor allem aber das erste Mal sagt er hier Starting the Device oder irgendwas in der Richtung, da geht hier ein Balken von 0 auf 100, es dauert ewig, du musst einfach nur geduldig sein. Einfach nur geduldig sein und dann irgendwann klappt es schon. Wie gesagt, ab und zu mal halt, wenn es hängen bleibt, dann mal die App neu starten. Und müsst halt wissen, orange ist eben, dass er kupplungsbereit ist und blau ist dann eben eine geglückte Verbindung. Wenn es blau ist und hier sagt er immer noch Acquiring Status, dann wie gesagt, die App auch neu starten. Standby, also wenn Standby steht, dann ist er tatsächlich bereit loszulegen. Schön, jetzt hat man hier für verschiedene Möglichkeiten eben ein Foto zu drucken. Ich bin leider nicht in der Lage, alles auszuprobieren, weil meine Blätter begrenzt sind. Das Wichtigste ist selbstverständlich Print Fotos. Da kann man jetzt einfach aus der Galerie ein Foto auswählen und drucken. Das machen wir auch gleich noch. AR-Foto habe ich noch nicht probiert. Soundfoto. Scan AR-Foto, Soundfoto. Ah, okay. Share your favorite moments with an AR-Foto. Ich denke mal, ich würde mal vermuten, dass da ein QR-Code oder sowas ausgedruckt wird, was ich dann wieder einscannen kann. Seht ihr, hier ist ein Scanner. Ja, wie gesagt, ich habe begrenzte Blätter. Fotokollage, das habe ich schon gemacht. Grid Split, Split any large photo into a grid design. Headshot-Foto. Und hier kann man auch was kaufen. Ich vermute mal das Fotopapier. Zeigt er mir allerdings nichts an. Ich habe das, wie gesagt, bei Banggood gekauft. Headshot-Foto wird jetzt nochmal unterteilt, wie man sieht. Ja, eben 2 oder 4 oder mal so weiter. Also ein bisschen, nein, wie man das halt beim Fotografen kennt. Fotokollage, da kann ich jetzt 2 Fotos wählen. Was natürlich dann blödsinnig wird. Nee, es geht ja bis zu 4 Fotos kann ich jetzt drucken. Das zeige ich euch ja gleich noch. Ich habe da ein paar Test-Samples bereits parat. Aber ganz ehrlich, die Qualität ist echt begrenzt, also das dann so klein zu machen, außerdem nutzt er auch nicht das vollumfänglich dann aus. Also ich finde eigentlich wirklich sinnvoll, ist ein einzelnes Foto auf ein Papier zu drucken, weil es ist einfach zu klein. Nehmen wir mal das zum Beispiel. Nehme ich jetzt deshalb, weil ich bisher noch keine Natursachen gedruckt habe, sondern Porträtsachen, zeige ich euch wie gesagt gleich, nachdem ich jetzt noch was gedruckt habe. Und das machen wir jetzt auch. Dafür brauchen wir Papier. Und wir brauchen das hier. Das ist ein Mi Pocket Photo Printer Smart Sheet. Wofür das da ist? Ich habe echt keinen Plan. Ich weiß nur, man braucht das und ohne den funktioniert es nicht. Beim ersten Mal kalibriert er da auch ewig noch irgendwas rum. Das muss er jetzt, glaube ich, nicht mehr machen. Und wir brauchen natürlich Fotopapier. Schön. Jetzt muss man den Printer open. Ging irgendwie klar, indem man das schiebt. Ich weiß jetzt allerdings blöderweise gerade nicht. Ah ja, hab's zufällig richtig gemacht. Das freut mich sehr. Und nun muss man beide Sachen übereinander einlegen. Und zwar jeweils mit dem Gesicht nach unten. Das ist das Gesicht. Hier steht ja auch this side down. Wie rum ist dann egal. Hauptsache die Side ist down. Und hier genau das gleiche. Hier wo Zink, also wo die ganzen Logos aufgedruckt sind. Ah, mein Blatt. Das muss auch nach unten direkt auf dieses orangene Dings drauf. Schön. Und jetzt zuschieben und die Magie kann beginnen, wenn es richtig zugeschoben ist. Warum schließt das nicht korrekt? Ah ja, muss schön einrasten, sonst raste ich aus. Ich bin aufgeregt, hier hoffentlich auch. Also wir hatten ja hier erstmal das Bild ausgewählt aus der Galerie. Ja, sieht echt ziemlich obernice aus. Habe ich übrigens auch mit dem Meizu 16S geschossen. Super geiles Telefon, super geiles Foto. Rechts oben ist, ach, hier können jetzt noch Edit und Kopien machen. Was ist denn eigentlich auf Edit? Ach, jetzt kann man noch einen Rahmen dazu machen. Und man kann es noch schneiden und immer so weiter. Machen wir jetzt aber nicht. Wir nehmen jetzt so, wie es ist. Discard, keep. Nach, discard, discard. Und rechts oben Drucksymbol. Okay, also Magie. Ne? So. Job Queue, Home. Ja, Transferring. Jetzt transferierte natürlich die Daten halt über Bluetooth auf meinen kleinen Pocket Printer. Parsing Foto, 0 von 1. Ich bin so aufgeregt. Bin ich eigentlich nicht. Ich habe es ja schon längst drucken gesehen, aber ihr noch nicht. Print, warming up. Okay, so rum. So rum.
Okay, jetzt macht er ein bisschen Geräusche, das ist aber leise. Und man muss warten. Und dann haben wir übrigens vorne auch noch eine kleine LED, die weiß blinkt. Schön. Jetzt kommt erstmal vorne dieses orangene Dings raus. Das ist jetzt ganz normal. Da muss man keine Angst haben. Oder irgendwie im Dreieck springen. Wenn man im Übrigen Fotopapier bestellt, ja, also entweder halt 20 oder 50 Stück, da ist auch jedes Mal nochmal so ein Smart Sheet dabei. Nur für den Fall, dass man das verliert oder dass man es versehentlich zerreißt. Das Ding ist ja nicht mehr jetzt eine Visitenkarte aus Pappe, technisch gesehen. Kann man so auch kopieren. Schön. Also jetzt beginnt die Magie, beziehungsweise sie endet gleich, wenn wir das Foto in den Händen halten. Und während der Ausdruck kann ich ja schon mal die anderen Fotos, die ich bereits gemacht und gedruckt habe, ja mal präsentieren. Passt auf, die sind hier mit drin. Genau, das ist eben so eine Collage, also die sind halt zwei drauf. Und ihr seht, das sieht schon ein bisschen scheiße aus und es ist auch viel zu klein, außerdem nutzt der jetzt logischerweise auch nicht vollumfänglich das Papier aus, ja, was ja schon sehr klein ist. Was ist das denn? Irgendwas hat er hier verbockt. Die Fotos haben gut geklappt. Also das hier zum Beispiel, ganz normales Porträtfoto, halt Safi mit dem Telefon gemacht. Ja, das sieht ganz vernünftig aus. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Es ist vernünftig. Ja, wir sehen, dass die Farben nicht ganz originalgetreu sind. Wir sehen, dass die Kontraste irgendwie ein bisschen hochgeballert sind. Also das Originalbild war natürlich perfekt. Hier bei dem kleinen Ausdruck ist das noch ein bisschen schlimmer, finde ich. Ja, hier auch, als hätte man halt die Kontraste irgendwie total krass reingenommen. Also starke weißen Dunkelstellen. Hier auch, es fehlt auch ein bisschen an Details, logischerweise. Also die Druck, also die Auflösung ist jetzt nicht unbedingt so hoch, wie es halt auf dem Original ist. Aber ich meine, dafür, dass man hier unterwegs einfach mal so eben krass was drucken kann und das auch relativ günstig ist, wie gesagt, mit knapp unter 50 Cent pro Foto, absolut geil, ja. Kann man halt eben mal machen. Und es ist ja auch inkless, also es ist ohne Tinte, ist auch keine Lasertechnologie. Da ist eben, ja, die Farbe und das alles ist irgendwie, das nennt sich ja Zink. Zink Zero Ink. Wow, geiler Spruch. Zink-Technologie und Zero Ink, also keine Tinte. Das heißt auch hier, das kann jetzt auch nicht verschmieren. Ich weiß auch nicht, inwiefern das irgendwann mal ausbleicht. Ach so, ja, jetzt sehe ich's. Hier ist das Original, logischerweise hätte ich das Originalfoto hier. Und passt auf, hier auf dem Wasser, da ist so ein bisschen, keine Ahnung was das ist, ein bisschen gekröselt, was halt von den Bäumen runtergefallen ist. Auf der Wasseroberfläche liegt das dann so. Und das ist jetzt hier so ein bisschen hervorgehoben auf dem Ausdruck, weil eben die Kontraste so ein bisschen erhöht werden. Dadurch wird das ein bisschen besser sichtbar, so ein bisschen die dunklen Stellen sozusagen. Und was wir hier auch sehen können, ist hier das Blattwerk zum Beispiel von den Bäumen. Sehen wir, das verschmilzt ja alles so ein bisschen zu einem Pixelmassaker, weil eben der Drucker nicht die Auflösung, das also nicht eine Auflösungsstufe wiedergeben kann. Aber ganz ehrlich, Freunde, wenn der Drucker kostet zwischen 50 und 60 Euro, das Papier ist relativ günstig. Das ist jetzt alles schon sehr jammern auf einem hohen Niveau. Es gibt ja noch einen anderen, etwas größeren Drucker von Xiaomi. Also es ist nicht so, und es gibt ja auch noch Drucker von anderen Herstellern und sowas. Da kann man ja auch viel Geld ausgeben, wenn man da entsprechende Bedürfnisse hat. Aber wenn man bedenkt, dass das Ganze eigentlich echt sportbillig ist, also aus meiner Sicht, kriegt man ja einfach mal geile kleine Mini-Fotos rausgedruckt. Und das auch ziemlich schnell. Der Drucker ist ja eigentlich sofort einsatzbereit. Braucht keine wirklich große Aufnahmephase. Connecten mit dem Telefon, dann auch noch einen Akku mit drin verbauen, dass man jederzeit unterwegs drucken kann. Ja, ich kann jemanden den Drucker direkt ins Gesicht halten, dann kommt ein Porträt von ihm raus. Ich meine, das konnte man also früher nicht. Da konnte man nur mit Wählscheibentelefon nach Nachbarn schmeißen. Also ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich bisher noch nicht, aber könnt es mir ja gerne in den Kommentaren schreiben. Ich verlinke euch den Drucker unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, zu Gearbest und Banggood. Müsst halt mal so ein bisschen schauen, wo es den gerade am günstigsten gibt. Ich feiere den kleinen Drucker auf jeden Fall. Ich finde das echt super. Ich habe mir sowas immer mal gewünscht. Ich hatte den Paper-Angedrucker, wie gesagt, mit Thermopapier druckt. Und der war auch schon nie schlecht. Aber war niedrig auflösender als der hier, also hat man wirklich die Pixel gesehen. Und es war schwarz-weiß. Und es war auf Thermopapier, was jetzt auch nicht so erotisch ist. Hier bekommt man hier wirklich klassisches Fotopapier. Es ist schon ein bisschen dicker. Nicht ganz wie Pappe, aber schon ein bisschen dicker. Kann man sich jetzt mit einer Pinnnadel an so eine Korkwand dingsen, bis die halt voll ist und man sich denkt, fuck, wo soll ich jetzt mit neuen Fotos hin? Aber das sind, denke ich mal, Premium-Probleme, die mit diesem Drucker jetzt überhaupt erstmal möglich sind. Wunderbar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt den Katzen ein Like. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren für noch mehr China-Technik. Oder Gadgets. Ich habe eigentlich auch jede Menge Gadgets, aber ich komme nicht dazu, die vorzustellen, weil ich so viele Telefone am Start habe, die ich euch auch noch vorstellen werde. Natürlich alles feinste China-Technik. Kommt auf moschus.de. Ich schreibe da immer mal Angebote oder Gutscheincodes oder Abverkäufe auch sehr gerne. Da habe ich auch vor kurzem was geschrieben, also in Bezug auf Abverkauf, nämlich, ich muss kurz überlegen, Elefon U.
also das Evo New, habe ich auch mal vorgestellt. AMOLED-Screen, Full HD+, gecurved, also echt gecurved, das man eigentlich nur von Samsung kennt. 150 Euro. Ohne Mist, Moschus D, lest es euch durch. Abverkauf, ich habe ja das Elephone U2 gerade im Testen. Deshalb ist die, werden die U1 jetzt billig rausgehauen. Und eine Sharp habe ich dann dafür veröffentlicht, auch für 101 Euro, auch echt sehr, sehr attraktiv. Lohnt sich immer mal auf meine Seite zu schauen. Es lohnt sich auch, bei meinen Gewinnspielen mitzumachen. Da habe ich gerade erst eins veröffentlicht. Außer ich schneide die Videos jetzt in einer anderen Reihenfolge, dann werde ich es noch veröffentlichen. Einfach mal schauen, moschus.de, rechts oben auf das Forum klicken, unter Forum Giveaways. Da findet ihr, oder solltet zumindest, zwei neue Giveaways finden, zwei Smartphones verschenke ich an euch. Könnt ihr auch mitmachen, geht ungefähr noch 2 Wochen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video. Wieder unten in der Videobeschreibung gibt es übrigens auch noch eine Verlinkung zum Instagram-Profil. Da habe ich den Drucker auch schon gespoilert, da habe ich auch schon Fotos davon gespoilert. Da spoilere ich immer mal Sachen, die kommen werden oder für die ich keine Zeit haben werde. Sehr, sehr spannend. Zwei Kanäle habe ich auch noch und natürlich meine Homepage. Gibt es jede Menge Möglichkeiten, das zu bespaßen. Bis zum nächsten Video. Ciao.